Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos Zockt des Sims 4. Und ich hoffe natürlich auf der einen und vor allen Dingen auf der anderen Art und Weise familienadäquat. Zumindest sind wir hier heute gerade dabei, dem Moschino DLC-Paket ein bisschen zu schauen, was da für Inhalte uns geliefert werden. Und dafür gehen wir einfach mal hier auf unseren Special Haushalt. So Special Haushalt Forces. Wir haben jetzt schon diese zwei Reihen fertig und widmen uns dann diesen Reihen. Dort haben wir einmal digitaler Fotorahmen Mix Pix Portrait. Die neue Methode, all deine Fotos platzsparend zu präsentieren. Dabei handelt es sich um ein sehr kleines Objekt, wo wir ruhig mal etwas ranzoomen können und uns einfach mal so drei Teile hier an die Wand klabustern. Ja, so sieht das Ganze dann halt aus. Kannst du machen! Das nächste wäre dann digitaler Fotorahmen Mix Pix Landschaft. Die neue Methode, an deine Fotos platzsparend zu präsentieren. Ist ein bisschen größer, 16:9 Format. Hatte ich neulich vor ein paar Tagen eine kleine Unterhaltung, wo es dabei rumging, bitte halte doch dein Smartphone horizontal statt vertikal. Es ist einfach angenehmer zu betrachten, so ein Bild. Dann habe ich auch ein bisschen über das Gesichtsfeld unterhalten und warum das so ist. Und wurde dankend angenommen. So, als nächstes haben wir Fotografie, Hintergrund, professionelle Fotos erfordern eine professionelle Ausrüstung. Und jeder ernsthafte Fotograf benötigt einen Hintergrund, um seine Motive in Szene zu setzen. Dank des stabilen Metallrahmens und der strapazierfähigen Leinwand ist dieses Equipment eine Investition für die Ewigkeit. Na da... Heute Witzke. So sieht das Ganze dann aus. Hoppala, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Jo, schicke Leinwand, schickes Ding, ja, kannst du so machen. Geht sogar bis zum Boden der Tatsachen. Und jetzt will ich mal gucken, ob das Ganze auch in grün geht. Na, Bluescreen könnte ich hinkriegen. Kein Greenscreen, aber ein Bluescreen. Ja, Bluescreen ist besser als gar kein Screen. Orange Screen, White Screen. Das sieht ja mal geil aus. Oh, hammermäßig. Na, heute Witzka. Oh, Mann, ey. Oder einfach mal sowas. Und schwarz und dann so. Jo, kannst du auch machen. Hm? The next one ist Milchglas-Raumteiler. Eine Kombination aus Metall und Milchglas. Die Innovation in Sachen Raumteiler-Design. Ja. Finde ich geil. Wenn die kannst du richtig nebeneinander stellen, tatsächlich. Wie sehen die denn aus, wenn man die überkreuzt? Wie gut ist denn da die Naht? Naja, sie wäre okay. Nicht perfekt, aber sie wäre okay. So sieht das Ganze aus. Wir können ja mal gucken, ob hier sich das Milchglas auch halt in den Farben ändert. Beziehungsweise, da ist sogar Musterung drauf. Der Falter, das ist ja mal... Das sieht ja mal gar nicht mal so unübel aus, Leute. Die haben sich ja was einfallen lassen. Mit bläulichem Ton, so im Farbverlauf. Oben ein bisschen kräftiger, unten ein bisschen schwächer. Ist ja mal geil. Also, das sind so Dinge, wo ich dann wieder so sage, nice, nice, nice. Kannst du bringen. Und da seht ihr auch, wie schön transparent das ist. Da sieht man die anderen Layer da drunter. Ist da haben die sich echt mal was, das ist was Brauchbares. Ja? Also das ist wirklich mal echt was Brauchbares. Gar nicht mal so grundverkehrt. Dann haben wir gerader Fashion Studio Hintergrund. Mit diesem lustigen und festlichen Hintergrund verleihst du jedem Foto so viel Lebendigkeit und visuelle Aussagekraft, dass dein Ruhm auf Fashion Simstagram kometenhaft in die Höhe schnellen wird. Na, das ist aber sowas von schnellen.
Da sehen wir sogar Struktur drauf, wenn man ein bisschen mal näher rangeht. Das ist schon ganz schön geil. Gibt's aber nur in der Farbe. Ne? Also das Ding ist nicht coloriert. Das ist so wie es ist, das Ding. Ja? Das ist einfach so. Dann haben wir gebogener Fashion Studio Hintergrund mit einer Vielzahl lustiger und festlicher Szenerien des und Styles ist dieser Hintergrund unzulässlich für Fotografen, die ihren Fotos einen modischen Touch verleihen möchten. Ja, so sieht das aus. Das lässt sich bestimmt dann auch so zusammenstecken. Ja, lässt es sich auch. Und es lässt sich bestimmt auch damit kombinieren. Jo, lässt es sich. Und das sogar nahtlos. Ja? Nice. Geht. Jo. Gut. The next one, please. Wir haben als next one, please, haben wir Foto. Nee, Fashion Studio Beleuchtung, Stehlampe, perfektes Fotoshooting. Für perfekte Fotos brauchst du eine perfekte Beleuchtung. Und das stimmt sogar. Also. Fotografieren ohne dem richtigen Licht könnt ihr vergessen. Boah, die haben aber richtig Beleuchtung, die Dinger. Alter, da leuchten die Dinger aus. Hat ja ein bisschen was von Ark Survival oder DayZ oder sowas, diese Beleuchtungsteile. Ja, mit dem Kontrollknopf da hinten. Da lässt sich die Beleuchtung dann auch wunderbar einstellen. The next one ist Fashion Studio Beleuchtung. Weltbeste Fotostudio Beleuchtung. Die Beleuchtung unterscheidet über Ruhm oder Untergang eines Fotografen. Also sorge dafür, dass du in deinem Studio die beste Beleuchtung der Welt besitzt. Im Ernst, wir sind die Besten der ganzen Welt. Ehrlich. So sieht das ganze Ding aus. Ja, diese Strahler kennt man. Also zumindest Leute, die mal mit ein bisschen Beleuchtung zu tun hatten, die kennen diese Strahler. Was mich ein bisschen triggert an den Strahler sind, ist der Tiefgang. Der könnte ein bisschen tiefer sein. Also hier so ein bisschen sonst. Weil da hast du zwar diese Halos drin, ne? Aber eigentlich nimmt das ein bisschen mehr. Man kennt die gehen normalerweise eher noch ein bisschen so tief, gehen die. Also von statt von dort nach bis dort so tief ungefähr. Finde ich ein bisschen flach, die Dinger. Ein bisschen flach. Sagen wir mal, es ist ein modernes Design. Es sind keine Halo-Strahlen, das ist alles jetzt nur LED oder so. Okay. The next one ist Deckenlampe fluoreszierender Fokus. Eine helle Beleuchtung ist der Schlüssel zum Glück. Natürlich nur, wenn es dich glücklich macht, schöne Dinge zu betrachten. Ich werde mal kurz die Dinger aufhängen erstmal und dann gucken wir uns die gleich mal an. Wie das halt aussieht. So, dann sind wir, haben wir aufgeschenkt und dann gucken wir uns das mal an. Stab-LED oder sind das Halogen noch? Oder könnte das LED sein? Ne, man weiß es nicht. Könnte doch Stab-Halogen oder Halogen. LED oder hier links Neonröhren. So, und jetzt haben wir es mal handelt. Boah, da hat er gesucht hier. Jo, hat was. Wäre auch was für ein Kaufgeschäft. Also Kaufladen. Wo man sowas aufhängen könnte. Wäre auch möglich. Müsste man mal gucken. Wäre vielleicht sogar was für unser Musikgeschäft. Muss ich mal sehen. The next one ist ein helles Neonlicht. Sing mit mir, leuchte, leuchte, mein Neonlicht, leuchte, leuchte, sonst sehe ich nicht. Oh, es leuchtet so hell, so hell. Das ist das Neonlicht. So sieht das ganze Neonlicht aus, wenn man das an die Wand hängt. Und wenn ich die Wand reinziehe, dann sieht man sogar die Wand noch. So sieht das. Das gibt es nur in der Farbe. Ihr wisst ja, im Sims 4 kann man die Farben dann einstellen, wenn man im Spielmodus ist. Und da kannst du also rötlich leuchten lassen, grün, bläulich. Da sind der Fantasie dann keine Grenzen gesetzt. Interessant ist auch dieser Ansteuerungskasten, da wo die Ansteuerungselektronik drin ist, dass die sogar daran gedacht haben. Finde ich schon ein bisschen krass. Kannst du machen, musst du nicht, aber kannst du machen. Ne? The next one ist ein... Das geschmackvolle leere Bücherregal. Weil ein Bücherregal manchmal nicht nur ein Bücherregal, sondern ein Kunstwerk ist.
Fun Fact, viele Leute stellen sich Bücherregale mit Büchern einfach ins Wohnzimmer, damit es einfach wohnlicher aussieht. Viele empfinden Bücher als wohnliches Accessoire. Hatte ich neulich auch mal sogar eine Diskussion zu diesem Thema. Erstaunlich, worüber ich mich so alles unterhalte. Das ist so ein Glaselement, das finde ich geil. Das ist eher dann wieder ein volles Element und da ist wieder ein Glaselement. Was haben wir denn da unten liegen? Einmal Salz auf dem Pfefferstreuer und dann Bücher? Was soll das sein? Das weiß ich nicht. Eine typische Pflanze, die kennen wir alle. Das ist so ein typisches Teil, was du 100 Jahre mal nicht gießt. Das Ding sieht aus wie vertrocknet, dann gießt es wieder und dann ist es halt recht grün. Und so sehen die ganzen Schränke nochmal von hinten aus. Da sehen wir ja auch nochmal die Winkelansetzung, hier die Elemente, typische Rückwand, die eingebaut ist. Ja, die sehen sogar gar nicht mal so verkehrt aus. Da bin ich mal gleich mal neugierig, wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind. Kannst du da was reinstellen? Ja, du kannst das sogar noch ein bisschen voller stellen, das Ding. Eine Fläche, zweite Fläche, oben gar nicht. Also drei Flächen kannst du hier sogar noch individualisieren. Dann kannst du da zum Beispiel sowas reinstellen, da stellst du das drin und da oben der Bär. Und dann hast du jetzt schon individualisiert. Ne? Also hier kannst du nochmal andere Optiken provozieren. Nicht übel. So, das vorletzte Teil. Das letzte werden wir uns da nicht aufstellen können. Aber das hier zumindest geht noch. Designermuster. Wer ist nicht verrückt nach kostenloser Kleidung? Die Kleidung und Accessoires bekommst du gratis. Allerdings musst du den Kleiderständer bezahlen. So sieht dort die Anzahl aus. Wir werden da dann auch nochmal eine andere Couleure aufhängen, wenn wir uns einfach mal bei mal so sind. So, und dann gucken wir uns das gleich mal wieder mal im Detail an. Was haben wir denn da so Schönes? Ja, einmal so ein typisches Kleid, dann gibt es dann da nochmal noch eine Pullover, eine Jacke, eine Hose und nochmal ein T-Shirt. Da ist nochmal ein Täschchen, Schuhe und Schuhkartons. Ja, hier finde ich wieder ein bisschen schade, das habe ich glaube ich auch beim letzten DLC-Paket gesagt, dass manche Objekte eine Objektstärke bzw. Dichte von 0 haben. Da seht ihr, 0 Kleiderhaken, dreh ich, siehst du den Kleiderhaken. Da finde ich das wieder schade. Warum geben sie nicht einfach mal den etwas Voluminosität? Muss ja nicht allzu dick sein, aber ein bisschen wäre schon schön. Außer eine 0 Layer-Textur. Warum? Ja, man kann auch unnötig Ressourcen sparen bei den heutigen Rechnern, ich weiß es nicht. Ist halt so der einzige Kritikpunkt, den ich dann immer sowas habe. So, das letzte Objekt wäre eine Kamera, die ich jetzt nicht aufstellen kann, weil, hört man, ist nicht freigeschaltet. Das ist die spiegellose Kamera Klickschuss, die P10. Diese Kamera ist technisch auf dem neuesten Stand und ein echtes Leichtgewicht. Du musst allerdings alle DSLR-Objekte neu kaufen, weil sie nicht auf diese Kamera passen. Aber die waren sowieso nicht teuer, oder? Ja, scheiße, man kennt's. Oh Mann, ja. Die ganze Zubehörkacke. Oh, Leute, scheiß niemand an. Schalte dieses Objekt frei, indem du die Leistungsanzeige in der Freelancer-Karriere als Freelancer-Fotograf zum ersten Mal maximierst. Tja. Und dann kriegst du diese Kamera. Dann darfst du das ganze Zubehör. Das wird nicht wenig. Das wird die Hölle, Leute. Mann, aber sowas von die Hölle. Das hält keiner aus. Das ist grauenhaft. Hier haben wir was angeblich in Elektronik neu. Jetzt wird es mir nicht mal angezeigt, dass da was neu wäre. Das ist komisch. Das ist Sims 4. Sehr merkwürdige Welt, ne? Gut, in dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall alle da draußen im Universum einen recht schönen Tag. Lasst euch nicht ärgern. Und wenn ihr wollt, mögt, könnt und vor allem dürft, kümmern wir uns morgen um das Thema Kleidung. Ciao, ciao und bye, bye.